Hey Monis, herzlich willkommen zu diesem Review. Heute schauen wir uns die letzte Box der Neuauflage an. Box 5 spiegelt die letzte Staffel, Staffel 5 wieder, Sailor Stars. Und hier haben wir die DVD-Box, wieder sehr schönes Design. Diese Box enthält die letzten Folge der fünften Staffel, sprich alle Folgen von Folge 167 bis 200. Mit dabei wieder die gleichen Extras, Postkarte, Poster und Opening und Ending, aber auch drei Bonus-Songs. Damit sind die Intro-Songs Kämpfe Sailor Moon, Sag das Zauberwort und Die Macht des Mondes gemeint, die es dann auch auf der zweiten Disc zu sehen gibt. Aber schauen wir uns mal hier das Inlay an. Hier sehen wir wieder, ist die Staffel auf 5 DVDs verteilt. Geziert wird das Ganze von den Starlights, Kakyu, Chibi Chibi, Eternal Sailor Moon. Hier haben wir die Postkarte, auch ein sehr schönes Motiv mit den Inner Senshi. Und auf dem Poster haben wir dann auch die Outer Senshi mit dabei und Sailor Chibi Moon. Ja, und nach fast 3 Jahren ist es jetzt soweit, alle 5 Boxen sind nun erschienen. Einmal natürlich als DVD-Fassung und erstmalig als Blu-ray-Fassung können wir uns die Folgen im japanischen Original mit deutschen Untertiteln oder aber auch wie gewohnt in der deutschen Synchronisation anschauen. So schaut die Box von allen Seiten aus, sehr schön designt im Sailor Stars Design. Persönlich bin ich ganz happy mit der Box, auch dass man die weiteren Extras dazugefügt hat und auch diese Blu-ray-Box steht der DVD-Box nichts hinterher, auch sehr schöne Ausstattung. Es fehlt dir auch gegenüber der DVD-Box an nichts, alle wichtigen Elemente sind vorhanden, so schaut es aus. Ich persönlich bin auch froh, dass, obwohl jetzt Kase zu Crunchyroll gehört, dass das Kase-Logo immer noch mit drauf ist, dann sind halt alle Boxen einfach einheitlicher. Das finde ich natürlich auch sehr schön. So, hier sehen wir uns nochmal den Inhalt an. Schöne Bilder von Kakyu und von den Sailor-Kriegerinnen. Auch ganz gleich wie bei der DVD-Box. Und hier haben wir auch die Postkarte mit dem schönen Motiv. So schaut die Rückseite aus. Und das Poster, auch ein sehr, sehr schönes Motiv. Ob man es aufhängt, ist natürlich jedem selber überlassen. Ich persönlich würde das auf Sammlerzwecken vielleicht nicht tun. So viel dazu, so schaut die Blu-ray-Box aus. Und wir haben natürlich auch einen kleinen Clip vorbereitet, wo wir das neue Material von diesen Boxen mit dem Material der alten Boxen vergleichen. Und in diesem Sinne möchten wir nochmal Danke sagen an Kase bzw. Crunchyroll für die Review-Boxen. Und jetzt kommt für euch der Einblick. Was? Warum? Was haben Sie vor? Hey, what's up? Ein Monster!